Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja. Okay, der Server ist leider noch nicht online. Hexit. Also er ist schon online, aber man kann nicht drauf. Und es ist noch nicht Hexit drauf, sozusagen. Ja, irgendwie macht Kevin ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber will keine Hilfe, er lässt mich nicht dran machen und dann regt er sich die ganze Zeit auf, dass er es nicht kann oder dass es zu schwer ist und der Mod sei scheiße und so. Dann habe ich ihm alle Futures gesagt und er zeigt keinerlei Freude, nichts. Dann werde ich wahrscheinlich den Server, seinen neuen Server kaufen und werde dann darauf Hexit machen. Doch um einiges besser. So, die Weed machen wir mal weg. Die sind wirklich unnötig, habe ich gemerkt. Dafür ein bisschen mehr Weizen. Da haben wir richtig viel davon gesammelt das letzte Mal. So. Und hier auch. Und dann haben wir noch... Ich weiß nicht, was mit den Sonnenblumen los ist. Und die scheinen auch irgendwie kaputt zu sein. Für was gibt es Seeds, wenn sie schon ausgewachsen sind? Also wir wollten ja alles füttern. Scheint ausgewachsen zu sein. Also, es geht schon mal. Okay. Und hier die Dinge. Die Weizen. Wir brauchen sehr viel Leder. Da kommt das gut. Und wieso bist du draußen? Bist du eine neue Kuh? Also die Zäune versagen im Schutz gegen Tiere extrem. Die backen sich durch oder haben irgendwie andere Einfälle. Das nervt schon. Und die Hühner stecken immer zwischen den Zäunen fest. Die sind wahrscheinlich zu klein. Klein, klein. Okay, wieso brauchen wir nicht? Hier haben wir noch einen Samen. Okay. Also. Ach ja, die... Essenberry hier runter. Die können wir sehr gut gebrauchen. Das Leveln. Da machen wir schön hier noch einen extra Raum. Die Essenberry anzupflanzen. So. Das ist jetzt nicht gerade so gut. Wir machen so. Ja, ja, nerv nicht. Okay. Holen wir uns ein paar Erze. Wir haben ja hier Erze hinterlassen. Wo? Okay, die haben wir wahrscheinlich schon eingesammelt. Da geht's hier. Hier geht auch nichts. Okay, egal. Wir machen heute Dungeons, habe ich jetzt mal gedacht. Die Rüstungen sind leider noch nicht so gut. Schauen wir mal, was wir noch verzaubern können. Also Looting wäre doch cool. Dann Bootletting Magnesium Soul Tea, The Soul Stealer, Unbreaking, Bootletting. Ich weiß es nicht, welches ist. Wir machen mal Sanguinary, können wir nicht. Soul Steal Afterlife ist es. Können wir auch nicht. Mist.
Focus Unbreaking. Okay. Schauen wir mal, wie viel Zuckerrohr wir haben. Headset. Blödes Headset. Wir haben nur 10. Das nützt es noch nicht. Gehen in einen Dungeon. Ungefähr diese Richtung ist eine. Muss ich den noch schauen? Irgendwo hier auf einen Baum hinauf. Jetzt nicht mehr sicher, ob es in dieser Welt war. Ich habe da noch eine Multiplayer-Welt. Aber ich glaube, es müsste hier ist. Da oben ist irgendwas. Ja, das könnte ein Dungeon sein. Ach, nur ein Turm oder so. Immerhin. Ja, wir finden schon Türme. Hier müssen wir oben durch. So. Ja, es ist ein Turm, aber ein kaputter. Der hat wahrscheinlich nicht große Ausbeute. Spinnenspawne. Ja, das bringt es jetzt nicht anzumachen. Die lassen wir hier. Stacken uns hier mal auch oben. Schauen hier rein. Feuerstein. Also Feuerzeug. Miet. Na, Dornen nehme ich einfach mal mit. Oben ist da nichts mehr. Okay. Schauen wir auf der Karte. Da ist noch etwas. Wir gehen mal hier rüber. Hier hin. Oder? Ja. Zuerst schauen wir, was das ist hier. So. Und hier. Ja. Okay, wenn es runter ginge, ja. Und das ist immer gar nicht. Gar nichts, gar nichts. Der Brunnen hat auch eine Falle. Nein, das ist ein normaler Brunnen. Jetzt wird es leider Nacht. Portal. Da habe ich schlechte Erinnerungen daran. Es wird so in eine andere Dimension, weil es schwarz ist und überall Augen sind. Wieso bekomme ich die nicht über? Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin der Server wieder. Neu starten. Ja, schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Blöden Server.
schätze ich in einem woanders. Okay, das ist ein Dungeon. Dann machen wir hier mal auf easy. So. Ich komme. Was ist denn das? Ja, toll. Ja, was ist denn los? Was haben die für Rückstoß? Das ist ja grässlich. Ja, ganz klar. 200 Zombies. Ist ja mein Schwert kaputt, wenn ich oben bin. Leder. Pfeile. String. Stick. Und schöne Lichtbugs. Die haben das übrigens immer noch nicht gefixt, dass man Schattenbugs hat. Sie schreiben immer wieder im Changelog, Dinglog, Patchlog, dass die sie den Bug gefixt hatten, aber er tätet immer noch auf. Sehr toll, Mojo. Ich habe übrigens einen Kollegen, der macht vielleicht ein neues Spiel, das wie Minecraft ist. Einfach in viel besser und viel schöner. Und wenn er das schafft, oh, ich werde der glücklichste Mensch der Welt. Er muss nur ein bisschen kombinieren können. Und dann den Spiel. Ich kann nicht mal essen. Da kommt man extrem viel Hunger. Na toll. Ich bin am Arsch. So was vom Arsch. Diese Schatten.